unserer Ausstellung Only Lovers Left zeigen wir Werke von Margarete Jakschik und Friedrich Kunert. Beide wurden 1974 geboren und sie sind privat ein Ehepaar und haben sich jetzt hier bei uns in der Kunsthalle erstmals darauf eingelassen, gemeinsam eine Ausstellung zu zeigen. Beide zeichnet etwas sehr Romantisches, etwas Sehnsuchtsvolles, etwas nach innen gewandtes, aber auch nach außen gewandtes aus. Beide KünstlerInnen, so darf man sagen, spielen mit unserer Erwartung an die Welt, aber auch mit dem vielleicht kitschigen, nicht so wirklich ästhetischen und dennoch ist es die pure Ästhetik. Das High and Low beider Elemente, so darf man sagen, ist sicherlich etwas, was bei Friedrich Kunert sehr stark ausgeprägt ist. Er verbindet eben, er hat das mal so schön genannt, Strandhandtuch-Kitsch mit deutscher Romantik und auch mit der Gefühlswelt, die wir sehr stark aus der Musik kennen. Musik als Ausdrucksmittel großer Gefühle oder der Film. Und bei Margarete Jakschik ist es ruhiger. Es ist nur in der Fotografie eigentlich eine sehr stille, man könnte sagen von der Poesie des Alltäglichen geprägte Fotobildsprache. Margarete Jakschik arbeitet ausschließlich in analoger Fotografie und von Friedrich Kunert haben wir Werke in unterschiedlichsten Medien. Er arbeitet in Malerei, Ölmalerei, Acrylmalerei, aber auch skulptural und Installationen, zum Beispiel den Tennisplatz, auf dem sich verschiedenste Skulpturen befinden. Aber wir haben eben auch von ihm die große Rauminstallation im Seitenlichtsaal, wo wir durch eine Scheibe hineinschauen können in einen Raum, der wie so eine Art Kinder- oder Jugendzimmer anmutet. Da ist ein Bett, ein Tisch, Regale und unglaublich viele Gegenstände, die eben aus Friedrich Kunerts Leben stammen, die uns so einen Blick in sein privates Innerstes vielleicht auch ermöglichen. Auf der Empore hingegen ist es so, dass an den beiden langen Wänden Werke von beiden KünstlerInnen hängen. Die linke Wand beginnt mit Werken von Margarete Jakschik, die rechte Wand mit Werken von Friedrich Kunert. Und diese laufen ineinander über wie so eine Art Reißverschluss. Sowohl bei Margarete Jakschik als auch Friedrich Kunert gibt es drei große Referenzen, die ihnen immer wichtig sind. Und das sind Musik, Film und Literatur. Das ist eigentlich so, sind die Sachen, auf denen die Werke basieren, die zitiert werden, die referenziert werden. Und da können wir innerhalb der Ausstellung diese Referenzen immer sehen. Und man kann hier wirklich stundenlang von Raum zu Raum laufen und immer wieder die Sachen wiederentdecken. Die here again.